Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich gerne ein Produkt bzw. Produkte gemeinsam mit euch auspacken und dann im Verlauf des Videos auch einrichten, von denen ich mir erhoffe, a, etwas komfortabler hier in meinem Zuhause unterwegs sein zu können und b, auch Geld zu sparen. Wobei, wenn ich die Anschaffungskosten mir hier so anschaue, dann ist es wahrscheinlich eine Rechnung, die eher so ein bisschen mittel- bis langfristig angelegt ist. Aber da sprechen wir gleich drüber. Und zwar geht es um smarte Heizkörperthermostate aus dem Hause Tado. Das Video hier ist nicht gesponsert. Ich habe mit meinem eigenen Geld in dieses System hier investiert, und zwar bei Amazon. Ich habe noch gar nichts aus diesem Universum hier, deswegen habe ich hier mal gestartet mit einem Starter-Kit. Und zwar ist es ein Heizkörperthermostat, das aber alleine nicht funktioniert. Dazu braucht man eine Bridge. Das ist im Grunde so ein kleiner Stick, der braucht Zugang zum Internet per Netzwerkkabel. Der wird also in euren Router eingesteckt und eben auch Strom, und dann kommuniziert der raus Richtung Internet eben zu der Tado-Umgebung, und parallel dazu habt ihr eine App auf dem Smartphone, und damit könnt ihr dann entsprechend steuern, in welchem Raum wie viel Grad sein soll. Ihr könnt Zeitpläne erstellen, ihr habt Möglichkeiten, wie sobald ihr das Haus verlasst, wird die Heizung runtergeregelt, wenn ihr wieder nach Hause kommt, wieder hochgeregelt. Da kann man ganz, ganz viele tolle Dinge mit tun. Damit möchte ich mich jetzt ein bisschen beschäftigen. Wir haben hier leider in unserem Haus eine Mischkombination aus Fußboden Heizung und normalen Heizkörpern. Also Keller und unterm Dach sozusagen sind normale Heizkörper. Der Rest ist Fußbodenheizung. Ich habe jetzt hier erst einmal Thermostate für die normalen Heizkörper bestellt und werde mir das anschauen. Und wenn das richtig gut funktioniert und gesetzt im Falle, ich bin damit zufrieden, dann werde ich mir anschauen, vielleicht auch noch im Bereich der Fußbodenheizung nachzurüsten, weil das scheint Tado auch anzubieten. Neben diesem Starter-Set, wo ja auch nur ein Thermostat mit dabei ist, alleine hier in meinem Studio brauche ich schon zwei, habe ich mir direkt noch ein Zusatzset gekauft, bestehend aus drei weiteren Thermostaten. Da wird das zweite hier im Studio verbaut und die anderen beiden dann oben, wie gesagt, unterm Dach. Da haben wir auch jeweils noch zwei Heizkörper. Und da es aus meiner Sicht nicht wirklich effizient ist, wenn die Thermostate die Raumtemperatur ermitteln, dass sie das eben im Thermostat selbst tun, direkt an der warmen Heizung. Natürlich ist es da wärmer, als wenn ich so ein paar Meter davon wegsitze, wie in meinem Fall jetzt hier gerade zum Beispiel. Und aus dem Grund habe ich mir hier noch einen Temperatursensor gekauft, den man an die Wand schrauben kann oder, und dafür ist dieses kleine Päckchen hier, den man auch einfach frei irgendwo positionieren kann. Das ist ein Standfuß, der irgendwie aber auch nochmal irgendwie 20 Euro oder so gekostet hat für ein Stückchen Plastik. Also in Summe ist das hier alles nicht wirklich preiswert, aber wenn es den Komfort erhöht und am Ende vielleicht auch noch Geld spart, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Wahrscheinlich kann man hier drauf verzichten. Man kann dem Thermostat auch sagen, pass auf, man kann so ein Offset wohl einstellen. Das heißt, man kann sagen, wenn du jetzt ermittelst, dass es an deinem Thermostat selbst 22 Grad ist, und ich habe einmal herausgefunden, dass es eben dann auf der Couch ein paar Meter weg 2,5 Grad kühler ist oder ein Grad kühler ist oder was auch immer, dann kann ich dieses Offset wohl hier in der App einstellen. Dann könnte ich auf sowas verzichten. Aber ich dachte mir, wenn wir es einmal machen, dann machen wir es auch richtig. So, wir packen jetzt mal gemeinsam aus, damit wir das Video nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich glaube, so wirklich interessant ist das, was hier drauf steht, nicht. Wir müssen so ein bisschen aufpassen. Und zwar gibt es hier diverse Aufkleber und ja, ich sag mal, HomeKit-Codes. Das sind QR-Codes, die man dann mit der App abscannt. Und im allerschlimmsten Fall hättet ihr wahrscheinlich dann über diese Codes, wenn ich die jetzt in die Kamera halte, Zugriff auf meine Smart-Home-Umgebung und könntet mir die Heizung wahrscheinlich irgendwie dann, während ich ein Video drehe, nach unten korrigieren. Also, wir haben hier ein Welcome-Guide. Ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, aber auch nicht wirklich intensiv. Ich habe nur herausgefunden, dass meine Heizkörper ein Ventil haben, das nicht nativ mit dem hier funktioniert. Deswegen seht ihr schon, liegen hier auch diverse Adapter bei. Das habe ich gerade eben angesprochen. Hier gibt es direkt die Möglichkeit, dann auch von den ganzen Heizkörper-Thermostaten diese Codes hier, die man abscannt, abzuziehen und hier reinzukleben, um die entsprechend zu archivieren. Ist natürlich doof, wenn die draufbleiben und ihr bekommt Besuch und jemand scannt das einfach ab. Also das könnte schon Sinn machen, wenn man die hier dementsprechend mit reinpackt. Wir haben einmal dabei eine Bridge. Hier sieht man die. Das ist eben dieser besagte kleine Teil, der in den Router eingesteckt wird. Relativ simpel gehalten. Hier unten Netzwerk und Strom. Das ist der Stromadapter, der mit dabei ist. Und zwar hat der im Output 1 Ampere. Also auch nichts sonderlich Weltbewegendes. Dann haben wir ein kleines Netzwerkkabel mit dabei, mit dem wir das Ganze anschließen können. Dann haben wir den Thermostat mit dabei. Wo ist da der HomeKit-Code? Hier an der Seite. Ich halte ihn mal zu. So, da seht ihr es. So sieht der aus. Richtig schön
stylisch, wie ich finde. Hier oben hat man dann, wenn wir uns gleich anschauen, wenn wir das Ganze montieren, dann so ein LED-Panel oder ein Panel, also ein kleines Display, wo man dann sieht, wie viel Grad man gerade hat. Hier hinten kann ich einfach dran drehen, um dementsprechend dann die Temperatur zu verändern, wobei man das ja primär per App macht. Das hier ist der RAF-02 Adapter und es gibt auch noch einen RA-2 Adapter, soweit ich weiß. Genau, das ist der RA-02 Adapter hier und das hier ist der RAF Adapter. Einer der beiden hier dürfte bei mir passen. Machen wir mal weiter und dann packen wir mal den Wireless Temperatursensor aus. Den werden wir gleich ja auch dann dementsprechend mal gemeinsam einrichten. So sieht die aus. Klassisch weiß gehalten. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man die irgendwo an der Wand montiert, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann gucken wir noch mal ganz kurz diesen Standfuß, der dazugehört. Ja, mehr oder weniger ein ganz normales Plastikteil. Dann wird wahrscheinlich das hier so dran geschraubt auf der Rückseite. Genau, das sind die Löcher, das passt dann auch und dann hier das Thermostat draufgesetzt und dann steht das so frei im Raum. Jetzt mache ich hier mal ein ganz bisschen Ordnung und dann sehen wir uns auf meinem Smartphone wieder, weil das ist der nächste Schritt, den wir gemeinsam durchlaufen müssen. Ich habe mir die Tado-App im Vorfeld schon mal runtergeladen, das müsst ihr machen, die gibt es für Android, für iOS und es ist offensichtlich zwingend erforderlich, dass man sich dort ein Benutzerkonto anlegt. Das machen wir mal gemeinsam, hier unten auf Konto anlegen. So, das Passwort speichere ich mal in meinem iCloud-Schlüsselbund, ja, das kann, dann kann es auf jeden Fall nicht verloren gehen. Jetzt muss ich mein Zuhause anlegen. Alles klar, das machen wir mal. Und offensichtlich brauche ich jetzt meine Adresse. Ich glaube, da geht es wirklich konkret darum, dass er dann auch den Wetterbericht in Erfahrung bringt hier bei mir zu Hause, damit er weiß, wie viel Grad draußen zu erwarten sind. Und wahrscheinlich auch, damit er weiß, wenn ich das Haus betrete oder verlasse oder eben die Adresse verlasse, dass er irgendwas dann durchführen kann. Das war einfach. Wähle einen Namen für dein Zuhause. Dann nehmen wir einfach mal Zuhause. Kontaktdaten, Telefonnummer will er noch haben. Okay, der will aber viel von mir haben, um ehrlich zu sein. WLAN-Name für dieses Gerät, und zwar ist das mein iPhone 13 Pro Max. Okay, anlegen. Dürfen Nachrichten gesendet werden? Jo, mach halt mal. Geofencing aktivieren. Abhängig von deinem Standort kann Tado die Temperatur anpassen, je nachdem, ob du zu Hause bist oder nicht. Das hilft, Energie zu sparen. Ja, mach mal. Das ist okay, beim Verwenden der App erlauben, machen wir hier mal. Wir sagen hier einfach mal Gerät hinzufügen. Auf die Kamera muss zugegriffen werden. Ja, du darfst auf die Kamera zugreifen. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den QR-Code des Sticks, würde ich sagen. Ich mache das mal so, dass ihr das jetzt nicht seht. Das hat er jetzt auch als Internet-Bridge erkannt. Okay, Gerät registrieren. Verbinde zuerst die Internet-Bridge mit deinem Router mit Hilfe des beigelegten Kabels. Ja, das machen wir mal. Fortfahren, was er dann sagt. Er wartet jetzt. Na, schaut mal, das war schon erfolgreich. Deine Internetbridge ist verbunden. Ja, sehr gut. Dann lasse ich die jetzt einfach mal hier wieder unter dem Tisch verschwinden. Jetzt wissen wir ja, dass die da ist und funktioniert. Wir sagen hier mal fortfahren. Internetbridge ist da. Hier unten scanne ich den Code wieder ab. Das hat eben sehr gut funktioniert. Hat auch geklappt, alles klar. Das funktioniert ja tatsächlich aktuell wirklich sehr gut. Gerät hinzufügen. Öffne das smarte Heizkörperthermostat. Das habe ich eben schon gemacht. Entferne die Schraubbefestigung, die du nach außen ziehst. Okay, ist erledigt. Fortfahren. Schalte das Gerät ein. Entferne den blauen Isolierstreifen. Okay, das machen wir jetzt mal. Drücke die Taste mit der Beschriftung Pairing für 3 Sekunden. Komme ich da mit dem Finger dran oder brauche ich da irgendwas für? 1, 2... Das Gerät ist verbunden. Hervorragend. Fahre nun mit dem Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung fort. Der alte muss entfernt werden. Das machen wir gleich zusammen. Dann kommt die Schraubbefestigung inklusive dem Adapter hier bei mir dran. Das Teil muss nach oben ausgerichtet sein, damit das Display auch gut abzulesen ist. Absolut. Und danach das Ganze einfach entsprechend draufgedreht und eingeklickt. Okay, dann würde ich vorschlagen, baue ich die Kamera einmal kurz um und dann sehen wir uns am Heizkörper wieder. Und da sind wir auch schon. Ich habe das Ventil einmal komplett aufgedreht auf 5, dann ist da am wenigsten Spannung drauf. Jetzt nehmen wir hier diese Manschette mal ab. Mal gucken, genau, das geht einfach so. Jetzt probieren wir mal, ob wir das mit der Hand abdrehen können. Das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Ich komme aber auch doof hinter der Kamera, um ehrlich zu sein, hier dran. Also nehmen wir hier mal die gute Wasserpumpenzange. So,
Das sieht gut auf. Da müsst ihr auch wahrscheinlich, also da solltet ihr keine Angst haben müssen, dass jetzt hier irgendwie Wasser rauskommt oder so. Ich übernehme aber keinerlei Haftung oder Garantie, falls es da bei euch zu Problemen kommt oder was auch immer passiert. Aber ihr seht, das war jetzt hier überhaupt gar kein Thema. Und da passt jetzt dieser Adapter, so wie er hier vorgesehen ist, nicht drauf, weil hier fehlt eben gänzlich das Gewinde bei mir. Das ist überhaupt gar nicht vorhanden. Und aus dem Grund brauche ich etwas, was mir dieses Gewinde gibt. Und dann wird wahrscheinlich einer dieser beiden Adapter hier passen, die dabei waren. Jetzt gucken wir mal, ob der hier drauf passt. Ja, der ist auf jeden Fall, der hier passt. Schaut mal, der passt hier sehr gut drauf. Der krallt sich dann hinten fest und dann ist hier das Gewinde. Dann ist es der hier, der größere und nicht der kleinere. Der hier, ich pack mal ein bisschen drauf, wobei, ja, der könnte auch, doch, der passt auch, der kleine. Ja, der hakt sich genauso hinten fest. So, dann ist es mit Sicherheit der kleinere. Ich probiere das mal aus. Das sieht gut aus. Das kann auch hier nicht mehr groß rutschen. Das hält hier wirklich sehr gut bombenfest. So, jetzt versuchen wir das andere Teil mal hier drauf zu schrauben. Dieses. Top nach oben. Ein bisschen rausziehen. Ja, die Heizung wird jetzt gerade richtig warm. Wie gesagt, das ist zu erwarten, weil das alte Ventil ja abgedreht wurde. Hinter der Kamera sehe ich das jetzt nicht so richtig. Ich setze das mal gerade drauf. So, das sieht gut aus. Drehen wir das mal von der Hand grob fest. Und dann so ganz leicht drehe ich das mit der Wasserpumpenzange nochmal fest. Dass der Teil auch schön oben in der Mitte ist. Dass ich das Display auch gut sehen kann. Nicht zu fest. Das ist ja hier ein Plastikteil drunter. So, und dann sollte ich hier eigentlich das Teil hier, wo ist die Nase, da oben, so einmal ein bisschen drücken, ein bisschen verriegeln und das war's. Das Thermostat ist dran. Willkommen zurück. Ich glaube, ihr habt es gesehen, die Installation dieses Thermostates an der Heizung war sehr, sehr einfach. Das ist keine Raketentechnologie. Ich glaube, mit einem bisschen handwerklichen Geschick bekommt man das problemfrei hin. Das ist auf jeden Fall meine Einschätzung dazu. Was mir gar nicht aufgefallen ist, als ich an der Heizung stand, war aber, dass ich ein Problem mit dem Thermostat habe. Und zwar ist es normalerweise so, ich zeige euch das mal, sobald das Thermostat dann angelernt wurde, was ja funktioniert hat, und man steckt das hier in diese Halterung entsprechend rein und dreht das diese halbe Umdrehung an, dann zeigt er hier normalerweise schon so Symbole auf dem Display an und man bekommt dann irgendwann in der App auch angezeigt, dass dieses Schraubenschlüsselsymbol da hinten, das rote, weg ist, weil das bedeutet nämlich, dass sich das Gerät noch in einem nicht montierten Zustand befindet. Ich habe alles ausprobiert, was ihr euch nur vorstellen könnt. Ich habe die Batterien hierbei getauscht, ich bin hingegangen und habe die Adapterplatte noch einmal getauscht gegen eine andere aus dem anderen Set, was ich ja hier noch habe. Das Thermostat ist leider nie, egal was ich getan habe, aus diesem nicht montierten Zustand hier in der App rausgegangen. Ich dachte mir, vielleicht machst du grundsätzlich was falsch, bin hingegangen und habe jetzt gerade eben noch mal ein zweites Thermostat angelernt, also auch diesen QR-Code abgescannt aus der Packung, die ihr am Anfang ja gesehen habt. Hab das da drauf gesteckt und es hat sofort funktioniert. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr rumprobiert und habe mit anderen Adapterplatten hier noch mal ein bisschen versucht, ein bisschen zu wackeln, drauf zu drücken, da tut sich einfach gar nichts. Ich will nicht vorschnell urteilen, aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Thermostat, was bei meiner Bridge dabei war, nicht ordentlich funktioniert. Das scheint innen drin irgendwie nicht zu erkennen, dass das Schaltdächen umgelegt wird, wenn die Adapterplatte eben draufsteckt. Keine Ahnung. Wenn ihr in sowas schon mal reingelaufen seid, schreibt es mir mal unten in die Kommentare mit rein. Ist mein erster Kontakt mit Tado. Aber ja, das habe ich jetzt leider festgestellt. Mit dem zweiten Thermostat hat es aber super sauber und schnell funktioniert. Der hat auch dann sofort die Heizung auf und zu geregelt, hat man gehört, aber ganz, 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 ganz leise, also nahezu unhörbar. Das war schon mal sehr, sehr gut. Ich würde vorschlagen, wir fügen jetzt noch das Raumthermometer hinzu. Ich gehe hier unten nochmal auf die Einstellungen und einmal zurück und dann auf Gerät hinzufügen. Ja, du darfst die Kamera verwenden. So auf der Rückseite, das machen wir nochmal auf und dann hier ist der QR-Code, den scanne ich einmal ganz kurz ab. Jetzt musste ich die Taste hier vorne für 3 Sekunden drücken. Das hat ebenfalls funktioniert. Also auf Fortfahren, Installation ansehen. Was müssen wir jetzt noch tun? Wahrscheinlich nichts. Das muss in den Raum Studio rein. Das hatte ich eben beim Test schon umbenannt. Der hieß am Anfang Raum 1. Ihr könnt aber einfach dann hier in den Raum reingehen, hier oben draufklicken. Und das kann man dann x-beliebig umbenennen. Ich habe das einfach mal eben schon dann Studio genannt, anstatt Raum 1. Ah,
schaut mal hier. Jetzt haben wir 24,5 Grad im Studio und die Heizung ist aus. Das sollte man jetzt hier wahrscheinlich auch auf dem Thermostat sehen, gehe ich mal von aus. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. 25,5. Ah, schaut mal hier. Da kann ich offensichtlich die Heizung mit steuern. Wir gehen jetzt hier mal auf 20 Grad hoch. 19, 20. So, jetzt gucken wir mal, ob die App das synchronisiert. Im Moment noch nicht. Jetzt scheint das eingestellt zu haben. Gehen wir hier raus. Ah, 20 Grad eingestellt. Seht ihr das? Ich gehe jetzt hier spaßeshalber mal hin und stelle das mal auf 14 runter. Mal gucken, wie lange das Thermostat braucht. Ah, schaut mal. Das funktioniert aber sehr, sehr schnell. Das ist doch sehr, sehr, sehr angenehm und schön. Ich gehe jetzt hier mal auf 23 hoch. Wie lange das dauert? Na, sogar mit einer schönen Animation, dass er hoch durchläuft. Na, das klappt doch mal ordentlich, würde ich sagen. Heizung aus. Das macht er jetzt. Und Heizung aus. Off, off. Das klappt doch sehr, sehr gut. Also den Touch kann ich auf jeden Fall nicht einfach so bedienen. Ich muss offensichtlich erstmal hier drauf drücken. Ja, und dann kann ich dann zur Bedienung gehen. Machen wir nochmal so. 13 Grad. Dann gucken wir mal hier, was er hier macht. Jetzt hat er es eingestellt. Das muss ich wahrscheinlich hier einmal die Ansicht aktualisieren. Na komm, alles jetzt übernommen. Ja, 13 Grad. Na, sowohl die Bedienung an dem Bedienelement hier als auch in der App funktioniert einwandfrei. Man hat natürlich jetzt die Möglichkeit, hier oben diverse Dinge zu tun, wie zum Beispiel den Zeitplan zu konfigurieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, tageszeitabhängig soll die Heizung runterreguliert werden und in den Hauptstunden, in denen ich dann zu Hause bin, soll die Heizung auf die Wohlfühltemperatur hochfahren. Die Funktionen der App werden wir im Detail dann aber nochmal in einem anderen Video beleuchten, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrungswerte hier mit dem Produkt sammeln konnte. Ich gucke jetzt erst einmal, wie ich das geklärt bekomme, was mit diesem Thermostat hier ist, weil das eben nichts tut. Vielleicht ist es sogar eine Sache für den Tado-Support oder ich kläre es mit Amazon. Ich muss mal gucken. Also, ich hoffe, das war ein bisschen spannend. Falls das so war, würde ich mich über einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und wie gesagt, es werden dann sicherlich noch ein paar weitere Videos zu diesem Tado-System kommen. Gerade auch, ob die Reichweite zwischen der Bridge und den Thermostaten mit den Etagen dazwischen ausreicht oder eben auch nicht. Und dann natürlich auch, wenn ich mich in die App reingefuchst habe, was man da so tun kann und welche Mehrwerte mir dieses System generiert. Also vielen, vielen Dank, bleibt gesund und wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!